So Leute, seid ihr bereit für The Conquest of Jerusalem? Unter anderem. Ich werde dich unterstützen mit 66.000 Mann. Ja. Ich kann hier irgendwo noch Anspruch machen, wo habe ich hier unten machen? Cider? Zum Beispiel? Ja. Du hast ja schon gute Ansprüche gemacht. Ja, ich denke, ich habe jetzt genug. Das Du musst Schöne ist eh auch mit die. Briefen. Ja, klar. Das Schöne ist auch die Gebiete. Obwohl an der Küste sind sie teurer, aber Landesinnere werden sie billiger. Das Innere interessiert mich nicht, die Küste ist wichtiger. Ja, klar. Die Küste ist relativ reich an Ressourcen. Ja, Antioch holen wir uns als erstes. Auf jeden Fall holen wir uns Antioch. Ich hoffe, du hast einen richtigen Leader dabei. Oh ja, hast du. Problem. Nö, ist halt Bohemond. Ja, was ist, meine Ports werden blockiert. Was fällt euch ein, ihr Scheißneger? Problem ist, meine Entsatzflotte ist auch nicht ganz ready. Aber ich kann die weiter ein bisschen helfen. Ich gehe mal seine Flotte versenken mit Konstantinopel. Mach das. Ich denke, dass meine dazu in der Lage ist. Oh, Antioch ist besetzt. Ich setze meine Boys mal ein, um den Osten da zu erobern. Nice. Damit ich hier da an der Küste nicht so sehr im Weg stehe. Theodora hat auch mitgemacht. Natürlich macht Theodoro mit. Achso, in der Flotte meinst du? Ich blockiere mal die ganzen Häfen da unten. Genau, ich habe eine Basilisse auf dem Thron. Ach, immer noch? Sotiria auf Gotia. Moment mal. Ach ja, Ah, noch für 2 Jahre, dann hast du Spaghetti. Entschuldigung. Entschuldigung. Oh, Spaghetti. Wo wollen die Mamelusen hin? Die schicken ihre Truppen nach Libyen. Von hier aus? Wollen die etwa von Tlemcen aus irgendwie dann in Österreich in die Hintertür einmarschieren? Das wird extrem blöd. Das war halt ein ordentliches Meme. Das wäre ein richtiges Meme, ja, aber sehr behindert, weil was nützt denn das? Der Krieg führt hier statt. Hier ist das heilige Land, ihr Idioten. Ja, wenn es ihnen Spaß macht. Ja, sowieso. Oh nein, 17.000 Pässe sind Minsk. Wie gut, dass ich eigentlich alle Truppen zu dir hin rüber geschickt habe. Das stimmt. Ich merke jetzt erst irgendwie, dass ich jetzt extrem viel Manpower habe. Ach. Fällt mir gerade so auf, wenn ich so meine Meme mal so durchgucke. In der Heimat habe ich fast 100.000 Mann und bei dir kleben auch 66.000 rum. Ja, das ist halt viel. Das stimmt. Na, Österreich kommt auch. Übrigens, wir bekommen jetzt bald mal ein paar kleine Rebellengruppen. Weißt schon, Korfu, Kreta und der ganze Scheiß. Ausgerechnet die Insel-Scheiß. Kannst du die. Ne, kannst du nicht, ist zu groß. Was? Einfach die Autonomie erhöhen, damit sie leise sind. Ach so, nein, dafür sind sie zu groß. Aber es sind eh nur kleine Gruppen, die bash ich dann ansonsten einfach selber down. Oder einer unserer Knechte macht das. Jo. Was eh am wahrscheinlichsten ist. Ah, Georgien meldet sich auch. Ja klar, sind Oh alles. nein, Österreich ist bald in Al-Quds. Oh shit. Al-Quds ist ja Jerusalem. Ja, da gehe ich jetzt schnell hin. Der Mameluse schickt seine Truppen bei mir die Adria hoch. Bist du dumm? Weißt schon, dass du da nicht mehr rauskommst, wenn ich hier die Hintertür blockiere, ne? Ja, die Mamelusenflotte habe ich erstmal ihren Rückmarsch gesperrt. Die versenke ich jetzt in aller Ruhe. Ziemlich gut dann reingewirkt. Russland ist auch wieder am Motzen. Warum? Was macht er?
Ich kann mit denen jetzt Handelskrieg führen. Ach, hat er dir Embargo gegeben? Ich glaube. Ich habe es nicht genau gelesen. Guck, ja, haben sie nicht, aber trotzdem Handelsschutz einfach. Mal gucken, ob der aus Osmanen gleich noch lebt, nachdem er den Krieg mit Armenien verliert. Ah, jetzt ist das wieder am Beefen. Ich meine, ich mache dann einfach hier Armenien platt, das ist mir egal, aber... Ach, ist da noch ein Ardalan? Wow, vor den habe ich ja so Schiss. Wo ist eigentlich die Mamelusen-Armee? Ach, die führen Parallelkrieg gegen Tunis? Ach, weil Spanien dem Parallel auch den Krieg erklärt hat. Macht Sinn. Das ist interessant. Kaum ruhig Kreta und Korfu bekehrt null Unruhe dort. Es ist heftig, wie viel Riot einfach die blöden Religionsunterschiede geben. Ja, deswegen bin ich froh, dass ich so viel religiöse Power habe. Ja, das Einzige, was ich noch nicht umbekehren kann, ist Zypern, weil das will irgendwie noch nicht. Ich glaube, das wurde erst vor kurzem umbekehrt. Ja, kannst du erst bei 1651 machen. Also bald. Ja, also der Krieg ist ein Meme. Ja, also gab es jemals weniger Widerstand bei so einem Kreuzzug? Nicht, dass ich wüsste. Ich weiß, es gab mal einen Kreuzzug, wo man, glaube ich, hat man da überhaupt eine Schlacht geschlagen? Am Ende hat man durch Diplomatie gewonnen, indem man Jerusalem quasi sich erhandelt hat. Nice. So ein bisschen. Fand ich auch sehr interessant. Oh, die Mamelusen-Armee kommt zurück. Hat wohl gemerkt, dass wir die Hauptstadt belagert haben. Ihr wollt aber nicht Polotsk angreifen. Polotsk ist mein Buddy, Alter. Lass die mal in Ruhe. Ich überlege, dass ich mir alles am besten rausreiße. Türken raus aus Anatolien. Überall plus 50. Oh. Schau dir die Osmanen an. Die gibt's nicht mehr. Ja, deswegen habe ich das Event gekriegt. Sehr schön. Echt, dafür kriegst du ein Event, wenn die Osmanen komplett vernichtet worden sind? Ja. Krass. Ich habe überall 50 Monarchenpunkte bekommen. Boah. Die ist wohl. Oh ja. Wie halt Österreich mit dem ultra fetten Stack rumrennt. Ja, die Attrition ist der Wheel. Ja, die Gefechtsbreite ist zwar nur 34 im Moment, aber Hauptsache mal einen riesen Stack bauen. Hast du geguckt, wie der Anführer von ihnen heißt? Gott, nein. Was? Hagedorn? Nein, einer meiner Lieder ist eingegangen. Ach, oh. Gut, sich genug dazwischen, aber um mir einen neuen 2-Sterne-Lieder anzuschaffen. Alexandria ist erobert worden. Ja. So, lasst uns in die heiligen Städte einmarschieren. Ich überlege gerade, was ich den Rittern eigentlich geben soll oder kann. Oder ob ich sie einfach einsauge. Ich meine, sie sind eine gute Marsch, sie haben gute Stats. Ich würde sie einfach einsaugen. Denke ich auch. Gute Stats hin, gute Stats her. Ich habe sonst keinen Platz für die. Deswegen. Ich meine, klar, irgendwo ist es nicht verkehrt, eine Marsch komplett zu behalten oder so. Aber genau. Nicht unbedingt auf der Insel da. Nee. Vor allem bekommen die eigentlich nie runter. Ja, ich muss schon sagen, der Widerstand ist echt hart. Mhm. Oh, wir haben schon das ganze Nildelta erobert. Hoppla. Ah, mein neuer Herrscher ist da. Ausgezeichnet. Was, bei den Böhmern ist ein Wettin am Thron gekommen? Soll vorkommen. Sollte eigentlich gar keine Legitimität mehr haben, oder? Lass mal sehen, Böhm. Kann ich eine Legitimität eigentlich sehen? Nee, die sehe ich nicht, interessanterweise. Aber sein Prestige darf ich sehen, naja. Was sich in Wettin. Papst ist immer noch vom Ausflippen. Der Papst flippt allgemein immer aus.
Irgendwie jeder, der seine Autorität untergräbt, der kriegt halt auf die Fresse dann. Also jeder. Ja. Oh, Frankreich fürstet Spanien. Der arme Spanier, ey, der fühlt. Wegen Choctaw. Choctaw. Was ist das überhaupt? Die fisten sich wegen Amerika. Sind die zwei Kolonien? Ja, sind die zwei Kolonien ausgerastet, ne? Ja, und dann haben sie die großen Partys auch noch mit in den Krieg gezogen und das ist, gewinnt das Haus hoch. Das ist immer super. Vor allem jetzt gerade der Spanier, ne? Der kriegt gerade von Tlemcen, diese Tlemcen hat 50.000 Mann da nebenbei, und von den gesamten Mamelusen-Armee auf den Sack. Und jetzt kommt noch Frankreich. Ja, Western Pfefferonis. Ah, ich habe eine Erbin bekommen. Oh, was? 054. Theodora. Eieiei. Was bin ich eigentlich gerade für ein Herrscher am Thron? 523. Das ist ganz nett. Mein Nachfolger Lissa mag ich lieber. Meine Nachfolgerin, sorry. Na, ich habe auch eine Nachfolgerin. Läuft doch. Wollt's nicht Mekka und Medina erobern und niederbrennen? Hm. Ich kann's probieren. Ich habe meine Truppen rausgenommen. Ja, warum auch nicht? Was macht dein Knecht? Welcher? Polotsk, warum gehen die nach Hause? Anscheinend gibt's nichts mehr zu tun. Da ist noch eine Mamelukenarmee. Ja, ich meine, Österreich ist noch in Tunesien unterwegs, aber. Warum belagert Tanks ja in der Sahara rum? Oh Mann. Österreich. Ich find's ja super, wie aggressiv der so ist, aber holy shit, ey. Och. Aber das ist halt so ein richtiges Meme. Ach Gott. Vor allem Österreich wird dann gebasht da drüben von Tlemcen. Ernsthaft? Ja, die haben verloren. Ich hab den gleichen Militärtag, what? Haben die aber gut aufgeholt, die Penner. Ja, die haben das auch alles gefördert. Globalen Handel und die Druckerpresse, also. Ah, Ming hat die Druckerpresse auch schon. Was? Ja. Wo sind wir jetzt eigentlich gerade? Bei Global Trade. Ah. Manufakturen ist noch nicht, das kommt erst. Warum tut Russland bei mir Unruhe stiften? Alter, du bist jetzt mal sowas auf meiner schwarzen Liste. Oh oh, der nächste Krieg ist incoming. Byzantine ass beating of Russia just because I can. Hm. Hast du Spanien mal gesehen? Ja, habe ich vorhin drüber geguckt. Als ich sie gekauft habe, waren sie gelb. Warum hat Österreich schon wieder auf den Sack gekriegt und warum ist Polotsk nicht da? Der Österreich... Warum stehen die da einfach rum? Wolltest du noch einen langen Krieg führen gegen die und schicke ich meine Truppen wieder runter? Ich würde gern einiges rausreißen, aber dafür brauche ich einen hohen Warscore, den ich nicht kriege, weil die Verbündeten noch da sind. Also schicke ich meine Fuckboys wieder runter und deal mal mit der Armee da. Ja, die Armee ist ja eh nicht das Problem, die könnte ich auch selber umklatschen, aber das Problem ja, ist. Ja, weil du bist ja gerade da unten beschäftigt mit jedem, deswegen. Und Polotsk meint ja auch nichts machen zu müssen. Ne, weiß ich auch nicht warum. Ach, jetzt kommt er wieder runter. Stell ihn einfach auf aggressiv, dann macht er schon von alleine. Habe ich da eigentlich gemacht, oder? Habe ich es gemacht? Ja, habe ich gemacht. Normalerweise sollte er von alleine sowas machen, aber irgendwie ist der Österreicher so der Aggressive. Das ist beim Falschen gedrückt. Oder jemand will Frieden. How about no? Ja, all dein Geld. 92 Dukaten, Arschloch. Gleich mal alle Bündnisse aufkündigen, weil ich dich hasse. Ja, das AIDS-Fest brauche ich nicht. So, mach ich mal mit dem Schluss. Ich mach mit ihm Schluss. Ist dann gut.
Oh, Bauern. Ah, das ist Armenien, wo die Bauern sind und nicht bei mir. Die Farben sind ein bisschen irritierend. Aber der Russ hat bei den Schnäbeln gefördert, oder? Also wollte zumindest. Ja, er hat Unruhe gestiftet. Okay. Ja, Russen. Plus zwei, das. Das ist nichts Tragisches. Ah, meine Boys sind endlich eingetroffen. Lasst uns einmarschieren in Libyen. Hieß nochmal der eine libysche Depp da, der in Sirte geboren ist? Meinst du Gaddafi? Genau! Such mir mal seinen Ursprung. In seinem Anus. Und löschen ihn aus. Stattdessen bauen wir noch ein paar Manufakturen. Kann ich auch mal machen. Ja, die geben nirgendwo mehr richtig Geld. Ich habe noch zwei gefunden, die mir locker 0,5 geben. Ja, schön wäre es, wenn ich solche noch. Ich habe aber da schon überall gebaut. Ich sehe es mal kommen, wenn die Manufakturen gefördert werden. Bei dir einfach komplett alles. Eine Mamelusenflotte. Oh, hat mich schon wieder verarscht, die Flotte. Hat er dich wieder verarscht, der böse Boy? Ja. Wieso hat der da unten Sachen rekrutieren können? Das ist Hormus. Ach so, das ist fast die gleiche Flagge. Ich hasse. Ach, da hinten sind die Homos. Ach, die immer mit ihrem scheiß Gelb. Der Krieg dauert nur so lange, weil diese Wichser Verbündete haben müssen. Oh, dafür hole ich mir einfach. Nee. Kannst du ja mal dann von den Verbündeten einfach alle rausstreichen. Mache ich einfach, wenn ich mit den Verbündeten Frieden mache. Jo. So, ich habe ein bisschen viel Admin-Power, sehe ich gerade. Viel zu viel, um genau zu sein. Ich kann meine Provinzen mal ein bisschen fördern. Warum kannst du mir keine Admin-Power geben? Diese Funktion existiert leider noch nicht. Bei Ming schon. Weil die das ja so dringend brauchen, um ihre ganzen Institutionen zu fördern, um ja keine Great Power zu werden. Oh, warte, sie sind auf Platz 1, wer hätte es gedacht? Die haben mich überholt? Ja, sicher. Shit. Wenn die auf dem Tech gleich auf sind? Ja, stimmt, klar, dann sehen. 2019. Die sind tatsächlich sogar eine Spur besser als du. Aber vergiss nicht, Ming ist dafür prädestiniert, dass sie explodieren. Ups, passiert ja nicht mehr. Genau. Danke, Mandate of Heaven Patch. Und ich weiß nicht, ob dir hier Paradox zuhört, ne? Die meiner Meinung sind, es kann trotzdem passieren. Ich hab's noch nie gesehen im Mandate of Heaven. Nein, ich auch nicht. Nur, dass Ming immer auf Platz 1 ist im Spiel. Wobei, in meinem LP ist einmal eine Nation da unabhängig geworden. So zwei Provinzen Staat, wo ich mich frage, hat das einer ausgerufen oder was ist da los? Oh, wir haben Call for Peace. Ja, dann mache ich jetzt auch Schicht im Schacht. Könntest, glaube ich, mit seinen ganzen Untertanen weißen Frieden machen, haben wir nahezu 100%. Ich glaube, wenn Call for Peace kommt, kannst du mit denen alle bei Peace machen. Schauen wir mal. Die einen sind mal raus. Hormus will nicht, aber die sind mir jetzt scheißegal. Hast du eh 99%? Hey. Gott, mal gucken, ob du bis Jerusalem kommst. Ja. Yeah. Was fragst du eigentlich so blöd? Jerusalem. Ha! Jerusalem reclaimed. Deus vult. Good achievement. Ja, das Achievement ist göttlich. Damit hast du vor allem ordentlich Handelspunkte mit rausgeholt, die ganze Küste hier zu holen. Ja. Ja, der Papst approves. Manufakturen. Wo ist es gespawnt? Nicht bei uns.
Da ist die Printing Press. Wo ist die Manufaktur? Sag mir nicht, da unten irgendwo in Asien. Oh doch. Schau mal genau hin. Och, das ist doch nicht dein Ernst, dass ein Ming gespawnt ist. Fuck you. Aber vergiss nicht, Ming ist komplett nicht OP. Nee, nur nicht. Du siehst, bei mir ist die Hälfte grün. Einiges, bei mir so ein paar Flecken, außer in Polen, aber es ist ein bisschen was Größeres. In Polen die Sklavenarbeit entforsten, ne? Ja sicher, ich muss dir gute Arbeitsstätten anbieten. Nee, es ist Ming, ey. Weißt du, dann stell dir vor, du machst so ein Achievement-Run, wo du den Ursprung aller Institutionen holen willst. Und dann spawnt das irgendwo hinten in Ming. Ja, delete the game. Ich weiß schon, was du dann nicht machen wirst. Ja, delete the game, sag ich dazu nur. Oh, ich brauche eine neue Mission. Ich könnte die Pentachy machen. Aber das wäre, denke ich, nicht so gut für dich dann. Wenn du was machst? Die Pentarchie wiederherstellen. Was ist das? Remove Papst. Ach so, ist mir ehrlich gesagt egal. Ja, aber dann kannst du die Kurie nicht mehr hernehmen. Nee, die kommt dann eh wieder woanders. Muss nicht sein, wenn ich die Pentarchie mache, ist sie komplett weg, soweit ich weiß, aus dem Game. Echt? Oh, cool. Ja. Muss ich mir mal merken. Das ist dann im Prinzip ein dauerhafter Schaden, aber ist auch schwer zu machen. Aber ja, das mache ich jetzt eh nicht, sondern... Was denn? Was hast du gemacht? Ich will den Koalitionskrieg machen. Warum? Weil wir bis jetzt so kommen, weil wir gerade in unserem Krieg gegen die Mamelusen absolut null Probleme hatten und absolut nichts zu tun hatten da unten. Ja. Weißt du, was lustig ist? Nachdem ich die Mamelucken so niedergebasht habe und alle deren Verbündeten rausgeklatscht habe, Kaffa? Mal, wer jetzt nachtritt. Ja, Kaffa, Makurien. Und Shanma auch noch. Ah, ihr bekommt Kaffa die Fresse. Mag ja, klar mag ich die sogar allein. Klar mag dich Kaffa, das ist ein Kopten. Sie wissen, was gut für sie ist. Nee, die freuen sich darauf, dass du Jerusalem zurückgeholt hast. Unter anderem. Aber ich muss bei mir mal ein bisschen Frieden stiften und dann können wir gerne die Koalition bashen. Ja, aber noch habe ich den. Noch habe ich diese große. Mal gucken, wenn wirklich ich. Wirklich hier waren, wie Adalan. Ja, ist schon eine heftige Koalition. Welche Nation kann ich jetzt eigentlich raushauen? Nichts Besonderes. Ich meine, ich könnte Syrien raushauen, aber. Nach Syrien? Ich dachte mir, dass ich vielleicht Jerusalem oder so rausknallen kann, aber leider. Ach Syrien? Die braucht man nicht, da kommt eh nur Bürgerkrieg. Er will schon Syrien raushauen. Ich will sie wenn dann wegmachen. Nein, mein Marinereformer ist tot. I bet the Jews did this. Nein, nicht schon wieder. Oh, guck dir mal Frankreichs Schere zu Spanien an. Lol. Oder wie eine Hand, die einfach das Spain da grabbt. Ja, Claims. Give me this. It belongs to me now. Wie groß hat Spanien seine Kolonien da ausgebaut? Nur da in Amerika. Aber ganz gut mit Florida. Wollen wir Exploration Ideas machen? Wer? Wir? Nein, soweit könnte ich gar nicht kolonisieren dann. Ich meine, gut, ich könnte mich in Asien rumaidsen, so wie damals die Musulmanen bei meinem Korea-LP, wo ich halt einen Schlaganfall gekriegt habe. Aber es war ein bisschen zu memeful. Das war wirklich zu memeful. Oh je, was ist denn da los? Hey, ich kann mal Red Powers mitmischen, auch wenn ich das nicht will. Warum nicht? Keine Ahnung, ich meine, wir könnten dann Koalitionsbrief anzetteln. Das können wir. Also muss ich dann ein paar Rebellen umklatschen.
Unabhängigkeit für Syrien. Am Arsch, Leute, euch putze ich weg. Ich sag doch, syrischer Bürgerkrieg. Wenn jetzt der Leader noch Assad heißen würde, ne, dann flippe ich aus. Sie sollen es nur drauf anlegen. Mir ist auch egal, wie er da genau dann heißt. Kamil Assad oder so. Ist mir scheißegal. Karma Kassi kann ich gar nicht. Nee, der war schon am Herrschen bei dir. Ja, und jetzt ist Senior Spaghetti dran. Der Erste. Ja. Theodor war da mal ein ganz guter Herrscher. Ein besserer als du. Ja. 5-3-3. Interessant. Ich dachte immer, der Gotia ist halt so Scheißherrscher. Nö, die haben eigentlich ganz okay. Das ist aber auch ein knallhartes Achievement sein mit Theodoro. Du weißt schon, Gothic Invasion. Oh ja. Polotsk hat auch ganz gute Herrscher rein. Was ist denn die? Ach, Hunyadi. Ne, die habe ich einfach da installiert. Ah. Ja, warum nicht? Warum ist in Riga auch ein Hunyadi? Was ist denn Rigas Hunyadi? Damit habe ich nichts zu tun. Der Erzbischof Frombold, der vierte Hunyadi? Oioioi. Und in Schweden ist ein Tudor, na eh klar. Tudor in Schweden, jawohl. Wie ist denn der darüber? Jerusalem wollte von Syrern belagert werden. Was? Sie wurden ausnahmslos vernichtet. Ausgezeichnet. Ich habe 2000 Mann verloren, er seinen ganzen 26.000. Das ist der. Macht er gerade etwa die gute Militärqualität seine Wende? Wer? Bei dir? Wieso? Dass du ihn so weggebasht hast? Alter, ich habe 75 Armee-Tradition. Ich könnte es noch auf 100 bashen mit einer Entscheidung. Wie viel Disziplin? Warte, wo ist es? 105,3. Oh. Gut, ich habe auch keinen Berater und sonst nichts, was mir Disziplin gibt. Das ist wirklich nur meine Base-Disziplin. Ja genau, das wollte ich ja machen, die Ritter einsaugen. Ist wieder typisch, dass Schweden in 3-Sterne-Lieder hat. Sicher. Auch wenn es nur ein Tudor ist. Aber der haut trotzdem heftig rein. Der will doch wohl nicht jetzt bei mir einmarschieren, oder? Al-Afdal Sali! Belagert gerade Aleppo. Nein, das wird er gleich nicht mehr machen. Allein schon, weil er Al-Afdal heißt, muss eine Schelle geben. Al-Afdal. Al-Afdal? Aleppo ist Al-Afdal. Nein, klar. Oh, ich weiß schon, wer gleich fliegt. Ja. Lol, mein 20.000 Stack hätte auch schon fast weggeputzt. Hoppla. Ich habe 9000 Mann verloren, weil ihm ist das Stack weg. Na gut, das sind ja auch nur Rebellen, ne? Ja. Oh nein, ich habe schon wieder maximale Militärpower. Warum? Oh, Savun hat keinen Erben und der ist gerade mal 50. Der ist gerade mal 50? 51 jetzt. Wenn er stirbt, das kommt Hunyadi am Thron. I like. Ich bin das neue Habsburg. Gott, kriegt man den schwedischen Stack kaputt für 50.000 Mann mit einem 6-3-2-2-Leader? Oh Gott, nein. Und er hat den Trade Ruthless. Holy shit. Darauf kann ich gut verzichten, danke. Also ich greife den nicht an, das macht Frankreich. Ja gut, die sind auch OP genug, um sich das leisten zu können. Das stimmt. Ich freue mich schon, wenn ich irgendwann dann mein Frankreich-LP mache in EU4. Ja, hast du eh gesagt, dass du besser als Fapoleon machst. Ja, wahrscheinlich wird's. Bitte nenn den Spielstand Fapoleon, einfach ausprobieren. Fapoleon? Ja. Wahrscheinlich werde ich es auch machen mit Bella Napoleon. Einfach weil, es ist so dann so das nächste, was gut klappen kann. Ja. Na gut, es ist auch nicht so schwer. Ein bisschen Glück braucht man, ist eh klar. Aber das braucht man immer. Ja, sicher. Deswegen nehme ich ja auch welche, die nicht von Glück abhängig sind. Wie der Big Blue Block zum Beispiel. Zum Großteil ist besser als Napoleon nicht vom Glück abhängig. Aber wenn du Glück hast, dann ist es natürlich sehr schön. Ja klar, wenn du Glück hast, dann geht das ganz easy. Dann kannst du vielleicht sogar schon vom Imperialismus schaffen. Wenn alles läuft. Ich baue mal Scheiße bei den Mamelusen, einfach weil ich sie hasse. Meinst du, die haben nicht gerade genug Probleme?
Ich weiß, interessiert dich nicht, aber. Oh, persische Erstmal die Separatisten. an Handelsleute von Leuten, einfach weil ich Russland mal am Arsch lecken kann. Ich lass mir nicht auf der Nase rumtanzen. Nee, das tust du nicht. Wenn sie Krieg wollen, können sie den haben. Was ist mit Frankreich los? Wo ist dein O-Penis, Alter? Der O-Penis? Ja gut, er hat auch nur offensiv mit denen als militärischer. Ja, trotzdem, normalerweise müsste Frankreich ein bisschen stärker sein als das, was da momentan rumläuft. Der hat 30.000 Mann, wo ist der Rest? Wahrscheinlich schon weg, Frankreich. In den Kolonien? In den Kolonien, wirklich. Ich guck mal kurz. Hat der Schwede mehr Mann als Frank? Wird sich verarschen? Ja, ich würde mal sagen, weil Frankreich schon Beef hatte mit Spanien. Hat ihn aber richtig zermalmt. Ich meine, wenn es eine Nation gibt, die nichts kann auf dem Felde, ist es Spanien. Ja. Die sind richtig scheiße zu spielen. Also militärisch gesehen. Deswegen finde ich es immer super, wenn ich von meinen Kollegen irgendwie höre von wegen, oh ja, Spanien hier, das ist Spanish Kaiser ist doch voll einfach. Ich so, ja, führ mal Krieg gegen Frankreich, aber es zermalmt von denen. Darf ich kurz anmerken, dass Korea gerade Ashikaga in den Arsch tritt? Oh. Warum sind die so schwach? Vor allem Korea ist der Angreifer. Oh je. Ja, Ashikaga ist halt kacke. Wenn es Japan wäre, dann hätten die halt fast OP-Militär.